So, jetzt wird's interessant. Jetzt pass auf. Wen haben wir denn da? Den kenne ich doch. Wrench. Wrench is back in the hood, Alter. Und der hat mir gerade meine Broker Bridge geklaut. Halt an! So, ich bin gespannt. Die Anschläge am Zero Day haben London in Ausnahmezustand versetzt. Die erste Inkarnation von DedSec London wurde zerschlagen. Die zweite muss noch. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was passiert, Leute. Oh, Aiden Pierce, da ist er wieder. Nice. So. Telefon ist zu unsicher. Schnell. Deutsch, sehr gut. Ich bin dein einziger Freund, Aiden. Ich bin dein einziger Freund. Toll, ich leg jetzt auf. Ich hab nen Job, du Arsch. Fixer Job. Aiden Pierce. Der Protagonist aus Teil 1. Ich hab gesagt, ich lass mich nicht mehr anheuern. Komm schon, es ist Industriespionage. Drecksäcke gegen Drecksäcke. Drecksäcke. Keine Zuschauer. Super Bezahlung. Mhm. Wo ist der Haken? Es ist in London. Und da kommt man zurzeit nicht so leicht hin. London. Da wohnt Jackson jetzt. Ja. Mhm. Warum rufe ich wohl dich an? Okay, ich muss los. Okay. Geile Karre auf jeden Fall. Schön bisschen abgeranzt. Schwarz. Genau meine Farbe. So, Ubisoft. Let's go. Bloodline. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock drauf. Und ich hab schon eine ganze Weile kein Watch Dogs mehr gespielt. Ich hoffe, ich komme noch zurecht mit Schnellrennen, mit Waffenwechseln und so weiter. Ja, heutzutage trägt man Bart, ne? Sonst fällst du auf. Müssen hier jetzt alle tragen. Ich hab kein Auto. Die Londoner Bombenanschläge haben alles verändert. Mhm. Viele Sachen kriegt man nicht mehr. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Gut, gut. Wohnung hat auch nicht geklappt. Kannst du irgendwo unterkommen? Familie? Natürlich bei DedSec. Bei DedSec kommt er unter. Ja, so ist das. Dennoch Familie, oder? Wirst schon sehen. Alright. Alright. Ja. Werde ich. Werde ich. Aiden Pierce in London. Wer hätte das jemals gedacht? Also ich nicht. So. Vielen Dank für die Annahme von Fixer-Auftrag 1138-4242. Ich hab gar nichts gemacht. Fusion zwischen der BrokerTec Corporation und Rapport Automated Defense Systems SA im Folgenden. Okay. Einfach mal abschalten. Rapport SA ist eine private Sicherheitsfirma aus Frankreich, spezialisiert auf Roboterarmee. Okay, schnell rennen. Wollen Sie BrokerTec in London aufkaufen, die auf modernste KI-Systeme spezialisiert sind? Thomas Rampart, CEO von Rampart SA, hat den Deal sabotiert, nachdem BrokerTec ihre Deep Labs-Abteilung als neues Unternehmen abgespalten hat. Ich habe mal einfach den Knopf gedrückt und dann ist hier schon wieder alles untergegangen. Firmen bei der Fusion Millionen machen. Also warum macht Thomas Rampart das? Auftrag. Nach französischem Recht ist Ramparts Verzögerung illegal. Dringe in die BrokerTec-Labore ein und finde heraus, wofür Thomas Rampart einen Rechtsstreit riskiert. Beschaffe Dokumente und physische Beispiele als Beweise. Einsatzregeln. Diskretion empfohlen. Ein Beweis holen und wieder raus. Also ziemlich lahm für einen Fixer-Auftrag. Also meine Hauptwaffe ist hier dieses Störungsteil. Ich guck mal kurz. Dieses hier. Drücke für mehr Schaden, wenn es nachladen.
Und dann... Wir haben eigentlich nur den Schlagstock, oder? Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren hier. Also. Ist immer der gleiche Knopf. Okay, was ist das hier? Die Gesten, Emotes. Man konnte doch noch irgendwie einen Scan machen. Leute. Ah ja. So, und da soll ich jetzt rein? Wie niemand da. Warum sollten Sie das Labor unbewacht lassen? Ja, dann gehen wir da einfach rein, ne? Oh, da ist einer. Den können wir, denke ich mal, gleich umhauen. Bam! So, das war Nummer 1. Wir müssen den Fahrstuhl nehmen. Alright. Let's go. Ist noch ein bisschen neu für mich, ne? Weil ich habe wirklich schon eine Weile nicht mehr gezockt. Deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen neu orientieren, aber ich werde da relativ schnell reinkommen. Brokatech. Meint er mich? Was ist hier los? Ich sollte mich beeilen. Ich muss ein Security Hub finden. Gucken wir erstmal ein bisschen um. Die Tür dort drin entsperren. So. Let's go. Okay. Irgendwie konnte man doch hat unser Überwachungsteam rausgefunden, dass Rampart hauptsächlich an einer Technologie interessiert ist, die von unseren Deep Labs entwickelt wird. Sie nennt sich Broker Bridge. Die ganze Übernahme ist also nur eine List. Also will Rampart etwas, das Broker Bridge genannt wird. Der ganze Ankaufplan war nur ein Fuß in der Tür. Ich muss weiter. Die Tür sollte jetzt entsperrt sein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da liegt ja schon einer. Man kann sich auch irgendwie... Genau. Kreis. Kreis. Halt. Falsche Seite. Kann sich auch irgendwie so ein bisschen umgucken. Muss den da noch irgendwie wegbekommen. Ich weiß halt nicht, wie viel hier noch so... Was könnte das sein? Der Kunde will Fotos. Hauen wir den nochmal um? So. Sieht gut aus. So, jetzt sollen wir irgendwelche Fotos machen, oder was? Stand da, halte nach oben gedrückt, um das Charakterrad zu öffnen, greife mit auf so auf die Kamera zu. So. Dann machen wir das mal. Wo ist die Cam? Da ist die Cam. So, da liegt einer. Nichts davon ist legal. Aber wen interessiert das schon? Der Kunde will das Obst, dem ist es egal, ob der Baum vergiftet ist. Mhm. So, nochmal. Da ist einer drin. Huch, nee, Moment, das wollte ich nicht. Kamera wollte ich nicht, Galerie. Da steht auch einer drin, ey. So, was war das? Das klingt nicht gut. Was war das denn? Ich sollte weiter. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, dann gehen wir mal weiter, mal gucken, was passiert. Oh, hier. Untersuchen. Ich hätte gerne mal eine Waffe oder so. Damit immer alles läuft hier. Elektrische Verbrennungen, aber willkürlich. Wohl eine Taserwaffe, aber keine Pistole. Ich bin hier definitiv nicht allein. Also ich könnte mir schon vorstellen, wer da noch ist, aber ich behalte es mal für mich. Guck jetzt einfach mal. Textdatei. Hier gibt es wieder Sammelgegenstände, wie man übersieht. Ja. Ramparts Mark II Roboter funktionieren ohne diese Broker Bridge nicht. Und er hat bereits 1 Million Stück verkauft. Also,
Braucht er das Gerät oder er ist am Arsch. Okay, da geht's nach oben. Wenn ich einen Prototyp in die Finger kriege, bin ich fertig hier. Gesperrt. Mal sehen, ob es hier einen Stromkasten gibt. Wenn ich den hacke oder ausschalte, sollte ich durchkommen. Ich habe gar keine Waffen, oder? Wie öffnet man nochmal das Waffenrad? Das ist doch das eigentlich. So, also da komme ich nicht rein. Ach, da muss ich wieder ein Rätsel lösen. Dann machen wir das mal. Muss halt ein bisschen aufpassen wegen diesen ganzen... wegen diesen ganzen Leuten hier. Bin hackmäßig ein bisschen aus der Übung. Anscheinend hatte Thomas Rampart in seinem ganzen Leben nie eine eigene Idee. Sogar sein milliardenteures Roboter-Design stammt von einem Kellererfinder. Ja. Einbruchsalarm. Einbruchsalarm. Das geht gewaltig schief. Und ich habe mir auch schon Ventilator aufgestellt, weil es ist so unerträglich heiß. Ey, das glaubst du gar nicht. So, jetzt können wir, glaube ich, wieder runtergehen, ne? Und der Ventilator, der steht neben mir. Oh. Nahkampf. Ja, Nahkampf weiß ich. Viereck drücken bis zum Umfallen, man kennt's. Uff. Zack. Ja. Nur am Triefen, ey. Und ich bin hier ganz oben, direkt unterm Dach. Das ist echt, echt nicht mehr schön. Naja, was willst du machen, ne? Kannst du nichts machen. So. Aber es geht mit dem Ventilator. Ist eigentlich ganz easy. Alles, alles entspannt noch. Aber würde ich jetzt Rockband spielen, das würde wahrscheinlich nicht so hinhauen. Hallo, Miss Larson. Hier Direktor Aziz von der Security. Da würde ich wahrscheinlich trotzdem untergehen. Aber hier das Wesentliche. Rampart erwirbt seit sechs Monaten heimlich BrokerTech-Aktien. Er ist also hinter uns her. Glücklicherweise hat unser Überwachungsteam rausgefunden, dass Rampart hauptsächlich an... Geht eigentlich, also... Gesperrt. Finde ich jetzt, find ich jetzt eigentlich... durchsuchen, wenn ich hier schon festsitze. Ja, durchsuch mal die Terminals. Eigentlich, also es geht. Also wenn ich in die Klima reinstellen würde, ey, dann wäre es ja noch lauter. Aber mit dem Ventilator geht schon. BrokerTechs Firmenspione haben Ramparts Webcam-Feed geklont. Was ist die neueste Aufnahme? So. Hack the Planet. So, da kommt schon wieder einer. Revolvertalent. Nach Landtiming, alle Schusswaffen zeigen in Aidens erprobten Händen noch mehr Wirkung. Drücke Dreieck nach dem Nachladen zur richtigen Zeit, um Revolver-Talent auszulösen. Mhm. Erhöhter Schaden bei erfolgreicher Ausführung erhältst du 15 Sekunden lang einen Schadensbonus auf die derzeitige Waffe. Fortgeschrittene Taktiken löse mehr Revolver. Okay. Ich geh in Deckung. Oh, ich habe jetzt eine Waffe. Guck mal. Ich treff gar nicht, Alter. Wie war denn nochmal nachladen? Achso. Ja. Ich brauche auch Deckung, Alter. Okay, der ist hin. Lade jetzt nach. Na komm schon. Bin unter Beschuss. So. Genau, das ist Aiden Pierce. Das ist Aiden Pierce vom ersten Teil. Er ist wieder back. Back in the hood. Extra für mich. Ich glaube, dem einzigen Fan vom ersten Teil. Uff. So, das haben wir. Ja, Aiden danke. Pierce. Ich verstehe. Du sagst, dass BrokerTech einer Fusion zustimmen wird, solange ich zurücktrete. Genau, aber du musst... Die Konditionen. Sind sie annehmbar? Gut genug für den Vorstand. Mhm. Thomas! Also bin ich gefickt.
Trete ich nicht zurück, kriege ich die Broker Bridge nicht und wandere in den Knast. Und wenn ich's tue, dann werfen sie mich trotzdem den Wölfen zum Fraß vor und ich verschwende hier meine Zeit. Sei still, Thomas. Ich versuche dir zu sagen, dass unser Netzwerk unterwandert wurde. Sie beobachten dich vielleicht. Hä, wo muss ich denn lang? Scheiße. Ist da außen rum? Das ist also Thomas Rampart. Ein Junge mit einer Privatarmee. Gefährliche Kombination. Broker Bridge Kammer entriegelt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Identifikation jederzeit sichtbar ist. Der ist gerade umgefallen, der Kollege da. Okay. Warum auch immer? Also der andere Eindringling kann entweder Fehlfunktionen bei Geräten auslösen oder ist unsichtbar. Broker Bridge Kammer. Ich habe alle Teile komplett durch. Alles. Alles 100%, alle Trophäen, alles was es gibt. Außer halt den neuen DLC von jetzt. Also diesen hier. Da, den habe ich auch noch nicht. Und deshalb bin ich hier. Deshalb bin ich heute hier. An diesem schönen Abend. So. Hier stellen Sie wohl diese Broker Bridge her. Und ich bin echt gespannt, was noch alles so kommt. So. Persönlich hat mir Teil 1 am besten gefallen. Was muss ich denn jetzt machen? Hier, fotografiere. Achso. Persönlich hat mir Teil 1 am besten gefallen. Aber die anderen Teile, die waren jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Das sollte reichen. Jetzt werde ich mir das Ding schnappen und verschwinden. Schnapp dir das Ding. Wohl an Jax wenden. Jax. Wo muss ich denn hin? Dubidubidu. Muss ich da lang? Oder bin ich von da gekommen? Nee, ich glaube, von da bin ich gekommen, ne? Ja. Ja. Legion war schon cool. Aber mir wird's irgendwie so... Mir wird's irgendwie ein bisschen zu... Guck mal, hier komme ich gar nicht rein. Mir wird's ein bisschen zu sehr spacig. Ne? Weil immer mehr Hacking-Zeug kommt. Im ersten Teil war das ja noch relativ entspannt. Aber jetzt hast du natürlich sehr viel schon von diesem Hacking-Kram. Sag mal, wie komme ich denn da rein? Technologie. Oh, jetzt habe ich den Knopf wieder gedrückt. Komm hier nicht weiter. Geh nochmal zurück und guck mal da, ob da irgendwas ist. Dann bin ich hier richtig. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Alles cool. Ja. Alles cool wie immer. Und jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Stiehl die Broker Bridge. Ja, wo ist denn die Broker Bridge? Ach, lol, Alter. Ich renne die ganze Zeit rum, ey. Und dann, muss ich eigentlich in den Raum rein, ne? Wobei ich da schon drin war. So, jetzt wird's interessant. Jetzt pass auf. Huh. Wen haben wir denn da? Den kenne ich doch. Für eine Sache. Zwei. Okay, du hast es so Ranch. Ranch is back in the hood, Alter. Was zur Hölle? Und der hat mir gerade meine Broker Bridge geklaut. Halt an! Wow, du bist ganz schön rüstig für einen alten Sack. Leg das Gerät ab, dann kannst du gehen. Nein, ich hab dir gesagt, ich brauche es. Das ist nichts Persönliches. Hör einfach auf. Wo ist der Hund? Auf gar keinen Fall. Ranch ist auch geil. Warum möchtest du das Ding so dringend haben? Es ist nur ein Job. Ein Job? Kannst du nicht wie andere auch mal einfach locker sein? Wieso komme ich denn da jetzt nicht lang? Muss ich da erst... Come on! Ich muss erst den Terminal hacken. Du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Ja, das höre ich öfter. Also bei uns in Hamburg ist alles geil. Noch nichts mitbekommen. So, weiter geht's. Alles cool hier. Versuch, Kumpel, aber dir gehen die Möglichkeiten aus.
Öffne die Tür. Da komme ich auch nicht rein. Du bist von der DedSec-Gruppe in San Francisco, habe ich recht? Du meinst die, die dich aus einem Käfig geholt haben, der von verschwitzten osteuropäischen Gangstern bewacht wurde? In meiner Erinnerung war das hauptsächlich dein Freund. Aber jetzt so unter uns. So. Das ist keine DedSec-Operation, oder? Ach, ja, ich habe die DedSec-Operation schon länger hinter mir gelassen. Junge, wo geht's denn jetzt denn hier mit dem... Jetzt geht's hier mit der fetten Drohne erstmal durch ganz London, ey. Nice. Halt, bitte! Und stopp! Ich geb auf, ich geb auf! Oh, ihm geht's gut, alles gut. Stell dich nicht so an. So, Aiden ist abgestürzt, der alte Mann. Verdächtiger in Gewahrsam. Oha. Shit. Ich wurde mal gerade und ich habe eine Trophäe bekommen. Nice. Schließe Übernahmeziel ab. Ja, das ging ja schnell.